Herzlich willkommen im Biosphärenreservat Spreewald. Sie befinden sich hier auf dem wunderschönen Spreewaldhof in Leipe. Mein Name ist Thorsten Goldmann, ich bin Inhaber und Betreiber des Spreewaldhofes und lade Sie heute herzlich ein zu einem kulinarischen Gruß aus unserer Küche. Hallo, mein Name ist Stefan Mecke, ich bin der Küchenleiter hier im Spreewaldhof Leipe und ich zeige euch heute, wie man aus hausgeräucherten Lachs einen schönen Salat in einer Pellkartoffel mit Leinöl macht. Dazu brauchen wir ein Eigelb, das sollte Zimmertemperatur haben, müssen wir trennen in einen Becher, einen Spritzer Zitrone dazu, eine Prise Salz, eine Prise Pfeffer, einen Esslöffel Senf, das ist Senf von Koal, der ist regional produziert, ein grober Kürbissenf, man kann auch jeden anderen Senf nehmen dafür und auf ein Eigelb 150 Milliliter Rapsöl. Dann nehmen wir ganz schnell einen Pürierstab. Und ziehen uns in nicht mal 2 Minuten eine Mayonnaise hoch. Für unseren Räucherlachssalat schälen wir uns erstmal eine Zwiebel. Wir nehmen eine rote Zwiebel, damit wir ein bisschen Farbe noch zusätzlich reinkriegen zum Räucherlachs. Denn der hausgeräucherte Lachs ist immer mal ein bisschen heller als wie der industriell geräucherte. Wir machen feine Julienne von der roten Zwiebel, das sind feine Streifen. Die Menge ist ungefähr für 4 Personen jetzt hier. Eine rote Zwiebel. Gehen wir in die Schüssel rein. Dann nehmen wir uns eine Salatgurke. Dann nehmen wir eine halbe Gurke und machen das gleiche nochmal. Schneiden die Julienne aber aus den kleinen Gurken. Immer schön auf die Finger aufpassen. Lieber alles ein bisschen breiter schieben. So, dann nehmen wir die Gurke in die Schüssel. Schälen uns ein kleines Stück Ingwer für die Schärfe und für die Frische. Wir zusätzlich reinbringen. Den Ingwer bitte ganz fein würfeln, ungefähr so einen halben, dreiviertel Daumen Ingwer. So, den Räucherlachs, der hausgeräucherte, das sind ungefähr 150, 160 Gramm. Den zerzupfen wir uns einfach grob. Wir können dazu auch, oder als Alternative zu dem Lachs können wir Forelle nehmen, man könnte Wels nehmen, man könnte auch Heilbutt nehmen oder Butterfisch. Ich finde es persönlich mit dem Lachs am besten. So, dann nehmen wir uns frische Dillspitzen. Die zupfen wir uns in die Schüssel mit rein. Bisschen kleiner machen. Man könnte auch Petersilie nehmen, alternativ, ja. Aber Dill ist einfach zum Fisch das, was dazugehört. Petersilie sollte man erst nehmen, wenn man keinen Dill zur Hand hat. Ja? So, dann nehmen wir uns einen Löffel und tun unsere hausgemachte Mayonnaise. Nicht so viel, lieber was nachmachen. Oben drüber geben und tun das Ganze erstmal schön aufrühren. Sollte ungefähr ein bisschen dünner sein, wie so ein Tzatziki. Wir würzen das Ganze noch mit einer Prise Zucker, bisschen Pfeffer und Salz. Wenn eine Pfeffermühle hat, den grob gemahlenen Pfeffer nehmen, der ist geschmacksintensiver und frischer einfach als wie der weiße gekaufte Pfeffer der gemahlene. So. Dann kommen wir zu unserer Pellkartoffel, die wir schon gekocht haben. Wir nehmen eine vorwiegend festkochende Pellkartoffel, einen Teller. Das Ganze ist ein Vorspeisengericht jetzt, schneiden die Pellkartoffel an, drücken sie ein wenig auf, nehmen unseren Löffel und tun einfach einen Löffel voll in diese Kartoffel geben, nehmen regional verarbeitetes oder produziertes Leinöl, das ist ein Leinölschaum aus der Kanomühle, den wir verwenden. Und garnieren das mit Kapuzinerkresse, Kapuzinerblüten und einen schönen Dillzweig aus.
Das ist unser Lachssalat in Pellkartoffeln mit Leinöschaum. Ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de